Welt seid mir gegrüßt. Ich bin der Held der Steine in Frankfurt, meinem Herzen, von Ruper, meinem wunderbaren kleinen Lädchen. An einem fantastischen Tag. Und schaut mal, was ich euch mitgebracht habe aus dem Hause Lego. Die 71741 Ninjago City Gardens 2021 auf den Markt gekommen. Ich habe es ja gerade live mit Steff auf meinem Twitch-Kanal aufgebaut. Ging relativ zügig. Zu zweit ist tatsächlich ein sehr schönes Set zu bauen. Auch allein das Set ist völlig in Ordnung. Und wir sprechen einmal drüber. Ihr wisst ja, Lego-Sets stelle ich momentan nur noch in absoluten Ausnahmesituationen vor. Sehr, sehr gut oder sehr, sehr schlecht. Oder wir müssen etwas vergleichen. Das gehört zur Kategorie sehr, sehr gut tatsächlich. Und vor allem, ihr wisst ja, jedes Set braucht einen Freund. Auch die 71741. Und der gute Freund von diesem Set ist die 70620 Ninjago City. Eines meiner All-Time-Favorite-Lego-Sets. Wir gehen das Stück für Stück durch, oder? Wir liegen bei knapp 6000 Teilen, 5700, 5600 oder irgend sowas. Also mächtig Teile. Wir brauchen, um hier durch die ganzen Etagen durchzugehen, mit Sicherheit ein bisschen was. Ich weiß nicht sehr viel von der Ninjago-Story. Das stört mich aber überhaupt nicht. Wir haben über 20 Figuren dabei. Alles mit der Ruhe, wir nehmen uns ein wenig Zeit, lehnt euch zurück, ich stärke mich nochmal aus der Heldentasse. Alles schmeckt besser aus der Heldentasse, ihr wisst Bescheid. Ah, ganz wunderbar. Und dann gucken wir mal, was für Abenteuer hier auf uns warten, oder? So machen wir es. Ich räume mal kurz beiseite, das ist ja auch eine Riesenbox, die zeige ich euch mal. Das ist sie, hier unten seht ihr auch schon die Figuren. 14 plus, warum auch immer, vollkommen egal. Wir haben natürlich die Abenteuer-Rückseite. Nichts, vor dem man sich fürchten müsste. Da. Es ist modular. Deswegen konnte ich es ja auch so gut mit Steff zusammenbauen. Ihr bekommt drei Anleitungen. Das heißt nicht nur einen dicken Wälzer. Dementsprechend ist natürlich auch als PDF kostenlos verfügbar, diese Anleitung. Aber es ist natürlich eine schöne Sache, wenn man was vor sich hat und blättern kann und so weiter und so fort. Die Box ist nochmal unterteilt, da ist drin nochmal so eine große weiße Box. Da sind ein paar Sachen drin, aber man gießt sowieso alles auf einen Schlag erstmal aus. Es gibt hier am Anfang noch natürlich die unschöne Überraschung, ein Quadratmeter Sticker. Das kennt ihr aber bei Ninjago City genauso. Und wir haben, für die, die es interessiert, weil ich es falsch sagen werde, könnt ihr euch hier in der PDF-Anleitung genau anschauen, wie das alles heißt. Das ist doch ganz wichtig. Finde ich aber nett gemacht, also für die, die ja wirklich Spaß dran haben, kann man genau schauen, was das Wichtige ist und der Ice Cream Shop und das Museum of History und die Ninja Zone und der Hidden Room und tra tra tra. Da gibt es verschiedene Sachen. Und dann seht ihr einfach, wie das aufgeteilt ist. Das Übliche, ich denke, das wirft überhaupt keine Rätsel auf. Ich denke mal, von der Bautechnik her sind wir irgendwie so bei geübten Siebenjährigen. Das Thema ist natürlich, dass man 5.500 Teile nicht einfach mal so durchbaut und deswegen möglicherweise eine Ermüdung während des Bauvorgangs eintritt und man sich denkt, wir haben jetzt viel Geld ausgegeben und das Kind baut das Ding nicht fertig. Dadurch, dass aber verschiedene Gruppen sind, die man baut, kann man es auch ganz gut unterteilen. Vielleicht ist es dann was für den begleitenden Bau oder halt einfach tatsächlich 14 plus, was sich die Marketing-Klitsche ausgedacht hat von Lego. Zum Preis komme ich sofort, da hole ich aber ein bisschen mehr aus, deswegen gehe ich gerade noch so ein bisschen auf die umgebende Welt ein. Das sind die Ersatzteile bei diesem Set. Jedes 1x1 Teil in irgendeiner Form ist als Ersatz bei Lego immer dabei. Das heißt, wir haben 5600 Teile oder irgend sowas. Es sind über 1000 unterschiedliche Teile hier drin. Über 1000 unterschiedliche Teile. Und natürlich gibt es da sehr viele, die irgendwie was mit 1x1 zu tun haben. Dementsprechend ein Riesenbeutel, aber absolute Kleinstteile. Und dann haben wir die Figuren. Bei den Figuren, ich auf Foko, oh, alles kaputt gemacht. Alles kaputt gemacht, ganz dramatisch, kleine Sekunde, kurz reparieren, alles wieder ganz. So, bei den Figuren Fokus. Seht ihr hier auch schon eins aktuell noch in Highlight, preislich. Durchschnittspreis momentan noch so bei 26 Euro im Verkauf, aber die Angebote sind schon Richtung 10 Euro unterwegs. Also haltet euch einfach noch ein bisschen zurück. Ich zeige euch die Figuren einfach mal durch, die euch interessieren, kommen hoffentlich vor. Hier der Kollege hat Dual Molded Legs, das ist ein Highlight. Ansonsten sind die Figuren relativ entspannt gehalten, also wenig bedruckte Beine. Auch tatsächlich der Ronan, hier ist nochmal eine ganz gute Ausnahme, der ist eine recht üppige Figur. Die anderen sind okay, würde ich es nennen.
Aber vielleicht ist ja eine dabei, eine Figur, wo ihr denkt, die ist richtig cool, die gefällt mir sehr, sehr gut, möglicherweise. Und ihr denkt, yes, sir, das lohnt sich für mich, da gehe ich ran. Dann freue ich mich sehr für euch. Für mich sind Figuren nicht so wahnsinnig relevant, das wisst ihr. Viel wichtiger ist für mich das Gebäude. Bevor ich es vergesse, ihr wisst, es ist ein One-Take für mich. Ich würde mich dramatisch ärgern, würde ich es am Ende vergessen, messe ich die ganze Butze doch einmal aus. Hier oben geht es noch ein Stück weiter. Das ist ein Thema, da ist aber nur eine Spitze drauf. Ich nehme das Set ja gleich in die Ebenen auseinander, dann seht ihr natürlich auch die Spitze. Es wird euch hier nichts vorenthalten. Wir stehen auf einer 32x32er Baseplate und auf einer 16x32er Baseplate. Das heißt, die Tiefe des Modells ist mit 25,5 cm gegeben. Bei der Breite wird noch etwas dazugepackt, dann liegen wir bei gut 38 cm. Es ist ein bisschen überlappend durch das Grünzeug. Spannender ist dann die Höhe. Und da liegen wir mit der etwas albernen Antenne bei 73 cm. Tatsächlich hört es aber hier auch auf. Darüber kommt nur noch Antenne. Ja? Aber selbst wenn man nur bis da geht, sind wir bei 57 cm hier. Das ist schon relativ beeindruckend, würde ich sagen. Überragt auch die Ninjago City 70620. Ich gehe mal auf die andere Seite, einfach nur zur Abwechslung. Kurz noch ein paar weise Worte hinterhergeschossen, damit wir das ein bisschen einordnen können. Wir sind bei 5.500 Teilen, wir sind bei über 20 Figuren. Über 20 Figuren, sage ich mal so, weil da sind noch mal Statuen dabei oder hier so ein komisches Robotervieh, was hier, kannst du auseinandernehmen, Robotervieh, was hier steht. Ich sage mal, hier zum Beispiel so ein Knecht. 20 Figuren sind dabei. Ninjago wird innerhalb von Lego praktisch als Lizenz gehandelt. Irgendwie, keine Ahnung, was das ist. Die Preise sind auf normalem Spiellizenzniveau auch. Dennoch haben wir, wenn man sich das mal anguckt, was die Top-Themen sind bei Lego, das ist natürlich Star Wars auf der einen Seite, Lizenzthemen, dann haben wir Harry Potter und dann kommt so etwas hier wie Ninjago und dazu natürlich die großen Sondermodelle, Creator Expert zum Beispiel und so weiter und so fort. Dieses Set hier hat einen Listenpreis von 300 Euro. Dieses Set wurde zwar jetzt erstmal exklusiv nur bei Lego vertrieben, weil Lego die Fanboys abkassieren möchte, 300 Euro Listenpreis zahlt, herzlichen Glückwunsch. Aber dieses Set geht in den freien Handel. Und das ist der Trick. Und das finde ich so großartig. Die 70620, der Start dieser großen Ninjago-Sets, mein Favorit von den von Lego hergestellten Systemstein-Sets, lief nur über die Versager, also nur über Kaufhof und Toys R Us. Da konnte man natürlich mal auf eine 20%-Aktion warten, aber ansonsten stand es da für den Listenpreis schäbig ohne Beratung in irgendeinem nicht wirklich schönen Raum. Dann kamen die 70657, das waren die Docks. Die waren ein bisschen günstiger, waren ein bisschen kleiner, liefen aber schon über den freien Handel. Damals hatten sich schon sehr viele gefreut. Und jetzt kommt dieses Set hinterher, was in der Größe noch Ninjago City überragt. Ninjago City hatte unter 5000 Teilen, hatte aber auch 300 Euro Listenpreis, war aber ein Exklusivvertrieb. Das hier geht jetzt in den freien Handel. Das heißt, dieses Set werdet ihr niemals über 250 Euro irgendwo sehen. Das wird eher sogar noch ein Stück runtergehen. Der freie Handel wird sich aber hoffentlich nicht ruinieren. Es ist nicht ganz so, dass es fachhandelsexklusiv ist. Das wäre noch ein Stückchen besser. Das ist dann so wie die Creator Expert Fahrzeuge zum Beispiel. Deswegen sind die auch so preisstabil. Aber das Set wird sich trotzdem, denke ich, sehr gut verkaufen. Und es wird hoffentlich nicht komplett verdroschen. Außer wieder einer der Großen kriegt einen Schatten und reduziert sich zu Tode. Warum auch immer sie das tun. Weil sie doof sind. Ich weiß es. Aber ich wollte es rhetorisch. Nein, geil. Das heißt, dieses Set hier hat 5.500 Teile. Über 20 Figuren ist von einer Top-Serie Ninjago, das ist der Bringer bei Lego, und kostet 300 Euro Liste. Mich interessiert jetzt der reduzierte Preis nicht. Der ist dann für euch schön, wenn ihr guckt. Für mich als Händler, als einziger Vergleichspunkt gilt die UVP. Immer, egal bei wem. Für 300 Euro. Das heißt, gegenüber der Ninjago City, die weniger Figuren hatte, ich glaube 700 oder 800 Teile weniger hatte, haben wir den gleichen Preis. Inklusive freiem Vertrieb. Ist der Knüller. Das Set ist immer noch teuer, 300 Euro ist ein Haufen Geld. Aber in der Lego-Welt ist das Ding ein Schnäppchen. Und um das noch mehr zu verdeutlichen, zieht euch mal die Diagon Alley rein. Haben Steffen und ich auch live gebaut. War das noch bei YouTube live? Ich glaube, es war sogar noch bei YouTube live. Egal, haben wir auch gebaut. Und das Ding kostet 400 Euro. Für weniger, generell. Ein paar Türen, die bei der Diagon Alley noch in dunkelgrün und dunkelrot dabei waren und exklusiv, sind hier jetzt auch dabei. Das heißt, der Wert von der Diagon Alley sinkt sogar noch ein Stück. Hier sind mehr Figuren drin.
das Ding rockt. Jetzt nehmt doch mal, ich will gar nicht, wollen wir zu den Extremen gehen? Gehen wir zu den Extremen. 75252, der dusselige, bunte, seuche Sternenzerstörer von Lego. 700 Euro. Wesentlich weniger Teile. Und zwar wesentlich weniger Teile. Und nur zwei Figuren. 700 Euro. Das Ding hat 20 Figuren und Minifiguren. Ihr wisst es bei Lego. Das ist das Wichtigste für Lego, die Minifigur. Hiervon sind 20 mehr drin. Wir haben wesentlich mehr Teile. Und wir haben 400 Euro weniger Preis. Das kannst du keinem erklären. Und dann können wir natürlich noch zu Sachen gehen wie Harry Potter, 71043. Das Hogwarts, zugegeben, hat 6000 Teile. Sehr viele kleine Teile, aber hat 6000 Teile. Hat aber nur die Handvoll Figuren, der Rest sind ja die Mikros. 400 Euro. 300 Euro. Und wenn man das mal so nimmt als Idee, dass Lego das also kann, und ich komme jetzt noch darauf, dass hier die viel cooleren Teile drin sind. Das ist der Maßstab. Und würde Lego das hier als normal Null bei sich im Unternehmen mal einbuchen und den Rest hieran ausrichten, hätten wir eine ganz neue Diskussion. Dann wäre da viel mehr Spaß in der ganzen Sache. Dann kannst du aber natürlich kein General Grievous für 80 Euro verkaufen. Ist halt schwierig. Kommt aber alles aus dem gleichen Unternehmen. Oder die Peinlichkeit der Cantina zum Beispiel. Oder die Peinlichkeit der Cloud City zum Beispiel. Und all diese anderen Sets, die an Peinlichkeit kaum zu übertreffen sind. Ihr wisst, wovon ich rede. Wir wollen gar nicht von den Technik-Sets anfangen. Da krieg ich direkt Pickel. Also, das nur mal so dahingestellt. So stelle ich mir das vor. So macht Lego das richtig. Die Teile sind in Ordnung, völlig okay, Lego-Qualität. Und wir bekommen 5.500 mit 20 Figuren für 300 Euro Liste und es geht in den freien Handel. Ha, da freuen wir uns alle. So, und jetzt gucken wir es uns an. Da kommen wir nämlich noch auf ein paar Teile zu sprechen. Ihr wisst ja, dass mir den Ninjago City schon so gut gefallen hat. Ich habe es ja schon mehrfach erwähnt. Und ach, hier ist übrigens noch ein Knecht. Den habe ich ganz, wieso steht denn der hier? Ich glaube, den haben wir dekorativ dahingestellt. Hier steht noch ein Knecht. Ich glaube, die Figurenplatte war auch voll. Knecht. Mir hat die Ninjago City ja schon so gut gefallen, weil der Bau abwechslungsreich war. Es gibt ja für mich immer die zwei Möglichkeiten. Entweder ist der Bau sehr, sehr spannend, weil da Bautechniken dabei sind, die ich überhaupt nicht kenne. Irgendwas ist und dann kann es auch absolut farblich gleichtönig sein, aber es wird vielleicht was nachgebildet, was ich toll finde. Vielleicht ist es bei euch ein Sternenzerstörer oder so und ihr sagt, oh mein Gott, das sieht ja genauso aus und ich habe genau das nachgebildet und das aus Lego-Steinen, wie haben wir das nur hingekriegt und dann ist man total fasziniert. Problem natürlich, wenn die bunte Seuche dann drin lauert. Aber trotzdem, man freut sich drüber, dass das nachgebildet wird aus Steinen. Das ist eine Faszination von Lego. Die andere ist einfach, dass Lego etwas Eigenes sich ausdenkt, was ich immer favorisiere und einfach eine Überraschung bereithält. Hier baut man 5.500 Steine abwechslungsreich. Gut, man fließt hier unten mal ein bisschen Wasser, aber trotzdem, es ist abwechslungsreich. Jede Ebene unterscheidet sich. Abgefahrene Sachen. Da wird auch mal ein Teil benutzt in einer Art, das man vielleicht vorher noch nicht so kannte. Und das finde ich kurzweilig. Es macht mir Freude. Vielleicht ist es dann auch was für euch, dass ihr neue Denkanstöße bekommt, wenn ihr was Eigenes bauen wollt. Dass ihr sagt, hier, ich nehme mal eine Bautechnik, die habe ich bei Ninjago gesehen. Das ist schön, das macht Freude. Und dazu werden hier keine solchigen Farben versteckt, weil die schon an der Oberfläche sind. Das Gebäude soll halt ein bisschen fancy aussehen. Und dann habe ich auch überhaupt keinen Schmerz damit, dass hier zwei Grüntöne da drin sind, die völlig unnötig sind. Oder irgendwas Nougat ist dazu. Ist das Nougat dazu gekommen nochmal? Einmal zwei Plate Nougat, falls einer von euch Bock drauf hat. Und dann ist das auch Stark Türkis hier oben ist natürlich irgendwie abgefahren. Aber meine Güte, ich finde, das gibt da eine runde Summe. Das ist in der Ninjago-Welt in Ordnung. Bei Star Wars nicht, bei der Ninjago-Welt ist es in Ordnung. Und deswegen gehe ich mit sehr viel guter Laune an dieses Set ran. Habt ihr vielleicht im Livestream ja auch gemerkt, ich hatte echt Spaß. Und das soll es ja sein. Man gibt ein Schweinegeld aus, dann soll es vielleicht auch Spaß machen. Passt auf, wir schauen mal kurz durch. Das hier unten, diese Basebed kann man abnehmen. Das ist so ein kleiner Pavillon. Ich kann euch, wie gesagt, nicht unbedingt sagen, ob das korrekt ist in der Ninjago-Welt. Ob das Ding hätte größer, kleiner, weiter, breiter, weiß ich nicht sein sollen. Ich weiß es nicht. Ich gucke es mir einfach an. Ich habe es gebaut, ohne da irgendwie in diese Richtung groß nachzudenken. Beziehungsweise diesen Teil hat ja Steff gebaut. Sehr nett finde ich hier die Brücken, diese Elemente, die Kotflügel in Rot sind auch nicht so besonders häufig. Hier, wie gesagt, noch eine Figur dazu. Und wir haben eine nette Tempelanlage. Warum eigentlich nicht? Dieses Design kennt ihr ja von Ninjago. Ein paar Fliesen dazugelegt. Es ist eine gewisse Üppigkeit kann man dem Set nicht absprechen und das finde ich schön. Man sieht nicht an allen Stellen, wo gespart worden ist. Und das macht einfach während des Baus eine gewisse Freude, weil man halt ein teures Produkt in der Hand hat. Und dann möchte man auch das Gefühl haben,
dass da Detailarbeit reingesteckt worden ist. Und das hat man hier tatsächlich. Sehr schön. Hält er? Der hält. Sehr schön finde ich generell. Das kann ich euch hier nicht mehr so gut zeigen, weil ich das Hauptgebäude nicht mehr so leicht kippen kann. Ihr seht hier, was sie gemacht haben. Genau wie bei den Yago City und den Docks, dass wir unten erstmal die Baseplate haben. Ja, ist klar. Dann haben wir eine Reihe an Plates draufgelegt. Das ist hier der schwarze Strich. Da kommen dann auch verschiedene Grüntöne. Und dann wurde alles nochmal gefliest. Und dadurch bekommt das Wasser natürlich unterschiedliche Schattierungen, unterschiedliche Tiefe. Das finde ich ist ein schöner kleiner Trick, der gefällt mir jedes Mal, wenn ich ihn baue, sehr gut. Es ist nicht wahnsinnig spannend während des Baus, würde ich nicht unbedingt behaupten. Aber danach das Ergebnis ist eigentlich sehr schick, man kann es angucken, das passt. Das Set eignet sich natürlich hervorragend als Staubfänger. Ist unfassbar, aus den Ecken das wieder rauszukriegen, ist die absolute Pest. Ich weiß, wovon ich spreche, ich habe den in Yago City. Genau, da stehen wir. Ja, ist doch nett. Keine Ahnung, was es bedeutet. Ein paar schöne Sachen zusammengeschustert. Hier mit so ein paar Megafonen und so. Ich finde das alles nett. Es sieht einfach am Ende für mich gut aus. Auch wenn man ins Detail schaut und man sieht nicht irgendwo pink durchschimmern. In irgendwie einer grünen Gegend. Finde ich schön. Finde ich einfach entspannt. Gefällt mir. Das ein. So, jetzt kommen wir. Und der Zusammenbau, da kann ein bisschen was schief gehen bei mir. Das sage ich gleich. Ich hoffe, ich kriege es wieder so hin. Ich hoffe, ich kriege es auch sauber auseinander. Das Zusammenstapeln von den Ebenen ist jetzt nicht so wie bei einem Modular Building, was einfach so von der Hand geht. Das ist ein bisschen anstrengend. Aber so langsam Stück ist, wollte ich euch noch mal kurz das ein bisschen drehen. Der Gartenteil ist tatsächlich nur der eine Baum wohl. Oder ist der kleine Pavillon der Garten? Ich weiß es nicht genau. Aber ich habe mir natürlich unter den Yago Gardens ein bisschen mehr vorgestellt, was das Grünzeug angeht. Das ist eigentlich die City, wenn man so möchte. Einfach nur ausgedehnt. Ich finde es gut, mit ein bisschen Grünzeug. Wenn das der Garten ist, langt das für mich. Fällt natürlich sofort ins Auge, ist hier das Element. Das kennt ihr aus der 10261, aus dem großen Rollercoaster. Das erste Mal, dass es wieder auftaucht. Ist natürlich ein gewisses Highlight. Direkt gleich, Moment mal, das ist mein Licht, was sich hier hart spiegelt. Hier oben, die Scheiben. Kennt ihr aus der 10271, aus dem Fiat. Habe ich euch ja auch gezeigt, kommt hier auch mal wieder vor. Ist einfach nett, dass ein paar Steine, wenn ihr die haben wolltet, denn sie waren teuer bisher, weil sie exklusiv nur in einem Set vorkamen und die auch noch dann eingeschränkten Vertrieb haben, der Rollercoaster ist ja so einer, den es nur bei den Versagern gibt, dann ist es natürlich eine schöne Sache, wenn es auch mal im freien Handel auftaucht, dann kommt es ein bisschen mehr in die Masse. Und dann auch noch in einem Set, was preislich angenehmer liegt, weil es einen besseren Wert hat. Schon sehr gut. So, weiter geht's. Hier unten seht ihr auch schon eine der Türen, eine von den dunkelgrünen Türen, von denen ich sprach. Und es ist auch wieder, ist immer eine Wohltat, die Türen gehen gescheit auf und zu. Das macht mir einfach Spaß. Kann man an vielen Stellen machen. Man kann hier viel rumspielen. Ist natürlich ein Knüller, wenn man das als Kind, denke ich, hat, wenn man ein Yago-Fan ist, man kann hier was nachspielen. Ich glaube, dann ist es extrem aufregend, ob das alles sinnvoll ist hier bei dem Haus. Das sei mal dahingestellt, denn es ist viel zu wenig Platz, um die Hand überhaupt dazu zu kriegen. Ich glaube, man kann Figuren platzieren, uns dann wieder hinstellen und ein Foto davon machen, aber damit spielen, glaube ich, ist kaum möglich. Aber gut, das ist auch die Frage bei einem 300-Euro-Set, wie viele Menschen geben das einem Kind zum reinen Spielen? Ich glaube, das ist ein kleiner Prozentsatz. Ist das Set, wie immer, Lego richtet sich an Erwachsene mit dem Set und damit werden sie auch Erfolg haben. Ich habe überlegt, ob das hier vielleicht ein bisschen hin und her sein gehen müsste, aber es passt schon. Rosa Frosch, wer kennt sie nicht? Dann hier haben wir dieses Technikelement in Sandblau, kennt ihr natürlich aus dem Arox 42043 dann und auch in anderen Technikmodellen, die danach noch kamen. Für mich ist es immer das Arox-Teil. Das haben wir hier gefüllt. Ich muss mal gucken, Kontrollmonitor sieht man, das habe ich das Mikro direkt davor. Ja, da ist in Pink, in Trans Pink, ist da eine Füllung reingebastelt. Die ist in Ordnung. Die ist da drin, sieht von meiner Seite natürlich cooler aus, weil die Softboxen durchleuchten und jetzt leuchtet das für mich pink. Für euch sieht es ziemlich matt aus, aber es ist ein netter Effekt, glaubt es mir gerne. Und dann ist das hier aufgefüllt mit dem Dark Red. Das ist aber, sagen wir mal, ein bisschen beweglich da drin. Aber ja, meine Güte, es passt da irgendwie rein. Ich fand die Idee nett, dieses Technikelement mit normalen Systemsteinen aufzufüllen. Es hat funktioniert, gute Güte. Das ganze Ding ist halt ein Halt für das weiter oben. Und ein Sandgrün finde ich natürlich immer sehr, sehr schön. Und hier kommen wir jetzt mal rum. Und das, denke ich, ist der größte Trick, zeige ich euch auch gleich nochmal Seite an Seite. Die Platte bewegt sich auch ein bisschen, das ist okay. Ist aber auch mein Tisch teilweise, also macht euch keine Gedanken, das Set steht stabil. Die Rückseite ist tatsächlich ziemlich detailliert. Und das finde ich schön, hier ist viel zu entdecken. Die Front ist
Das eine ja, aber ich finde hier hinten diese netten kleinen verspielten Eckchen hier mit ein bisschen, es gibt ein bisschen mehr zu entdecken, finde ich, im Vergleich jetzt zu Ninjago City. Und es ist ein gescheiter Nachfolger tatsächlich und es ist eine Verbesserung. Abgesehen davon, dass es ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis und im freien Vertrieb ist, sondern es ist, finde ich, auch das bessere Set tatsächlich. Also innerhalb der Lego-Welt hat dieses Set die Ninjago City für mich abgelöst, was jetzt zu diesem Favoritenstatus angeht. Das auf jeden Fall. Hier immer noch so nette Kleinigkeiten, den kann man mal drehen und so kleine Aufzüge und her. Da habe ich was kaputt gemacht. Ja, finde ich schön. So, also jetzt mal einmal rum. Wollte hier noch auf irgendeinen Teil direkt hinweisen. Ich sehe bestimmt gleich nochmal welche, während ich die Ebenen zeige. Ich werde aber wieder Sachen vergessen. Ich sage, es sind zu viele. Aber wir können mal entspannt ein bisschen durchgehen. So, jetzt gucke ich mal von oben das abzunehmen. Hier zum Beispiel seht ihr, das ist die Spitze, nur damit ihr sie mal habt. Und die ist nicht festgesetzt. Seht ihr hier die Ecken? Das ist einfach so reingestülpt und dann war es das. Und bis hierhin hatte ich gemessen, sind das die 57 cm. Wenn ihr bis hier oben geht, kommt ihr, wie gesagt, auf die 70. Aber ich meine, das ist. Natürlich misst man bis oben. Also haben wir es ja auch getan. Aber der Spaß hört dann irgendwann hier auf. Die Farbe, ja, die ist natürlich diskussionswürdig. Aber ich finde den Kontrast hier oben eigentlich ganz cool. Es sieht ganz lustig aus. Es ist für mich ein bisschen mehr Lego Movie 2 als Ninjago. Aber das macht nichts. Ich bin da nicht die Kernzielgruppe, also kann das ruhig sein, wie es möchte. Ja, das hier oben kann man auch ein bisschen drehen. Obacht geben, ich mache es gerne kaputt. Ich setze es einfach mal wieder weg, dann passiert nichts mehr. Jetzt gucken wir mal, warte mal, die Zwischenebene. Meine, jetzt muss ich es an der richtigen Seite schnappen. Das ging doch so raus, genau. Und die werden jetzt hier einzeln reingelegt. Das ist so ein Thema. Deswegen kann ich es nicht so gut. Ich hätte ja einfach jetzt gerne unten das abgenommen, aber wie gesagt, man nimmt das so auseinander. Ich stelle die mir jetzt mal hier so rüber, damit ich sie danach hoffentlich in der richtigen Reihenfolge mir schnappe. Und wir fangen natürlich wie immer von unten an, damit ich es dann danach während der Besprechung wieder zusammenbauen kann. Das wäre ja mein großer Wunsch. So, und das hier. Verluste! Das hier müsste aber eigentlich am Stück gehen. Genau, das geht am Stück. Ich kann gucken, dass ich die Verluste wieder gut machen kann. So, noch eine Ebene. Und können wir hier noch was machen? Tap, tap, tap. Will sich das hier nicht lösen? Ah, komm her. Du Teil, geh ab. Ah. Vielleicht ist das der Punkt, wo dann das 14 Plus ein bisschen mehr zu tragen kommt. Weil die hier unten wesentlich leichter abzunehmen sind als dieses Zwischengeschoss. Und wenn man das dann versucht abzunehmen, gibt es da gerne mal ein bisschen Ärger. Aber wir haben es hingekriegt, würde ich sagen. Und wie immer beim ersten Versuch. Also sind wir doch voll dabei. Ich kriege das nie wieder so zusammengebaut, wie ich es mir vorstelle. Aber gute Güte. Ja, und ja noch dazu. Das kommt noch da, das kommt noch da. Wir schaffen es gemeinsam. Wir fassen uns alle an den Händen, niemand braucht sich fürchten. Ach, jetzt kann ich das hier mal nehmen und ein bisschen balancieren, das ist doch schön. Hier seht ihr auch nochmal diese Wasserstruktur, die wir da gebaut haben. Das ist doch auch nochmal was Nettes Kleines. Hier jeweils diese Kanten sind nett gebaut mit den, ihr seht die Hingeplates, wie es zusammengesetzt wird. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass kein Schabernack irgendwo verbaut worden ist. Kein Schabernack. Ist das nett? Einfach mal Entspannung fürs Auge sozusagen. Klar, an sich ist die Struktur wild, aber eigentlich, wenn man sich es genau anguckt, hat alles seinen Zweck. Es ist alles am rechten Platz, es ist alles in Ordnung. Die Baumstruktur, über die würde ich gerne noch mal kurz reden. Die sieht beim zusammengebauten Modell dann eigentlich ganz nett aus, aber es ist schon ziemlich wenig. Finde ich. Hier unten vor allem diese Technikecke. Die Bank ist hier ganz nett. Es kommen natürlich Aufkleber drauf, um das alles ein bisschen zu verzieren. Aber ich finde es ein bisschen dünn. Es tut mir leid. Der Baum ist ein bisschen dünn. Ich finde Bäume, genauso wie bei der mittelalterlichen Schmiede, sind momentan nicht Legos Spezialität. Das finde ich sehr schade, weil ich weiß, dass sie schöne Bäume bauen können. Denken wir zum Beispiel mal an die Ewok Village 10236. Da ging das baummäßig schon ziemlich vorwärts. Deswegen ist es ein bisschen schade. Hier ist jetzt mal, wie gut kann ich das kippen, ohne dass hier alle sterben? Wenn ihr euch überlegt, wie klein sind die Räume eigentlich, schaut euch mal den hier unten an. Ich habe die Türen aufgemacht, beide. Die Türen stoßen jeweils bei 45 Grad dann aneinander.
So viel zum Platz, zum bespielbaren Raum in diesen kleinen Hütchen. Da ist keiner. Da kann man vielleicht eine Figur mit spitzen Fingern so reinstellen, aber das ist es dann gewesen. Danach ist da drin keine Interaktion mehr möglich. Das sieht aber bestimmt großartig aus. Sehe ich ja immer, kreative Menschen machen Dinge, die dann aus irgendeinem Winkel stellen so eine Figur rein und fotografieren dann hier durch diesen Verkaufsstand durch rein und das sieht total riesig aus und super und total toll. Finde ich super, wenn das jemand kann, ich kann es nicht. Aber das meinte ich nur, zum Bespielen wird es hängen. Auch wenn man eine kleine Kinderhand hat, also ich kann es mir nicht wirklich vorstellen. Nettes kleines Ding. Auch, wie gesagt, ich versuche es zu zeigen mit der großen Hand. Hier, das kann man hochheben, drunter ist ein Schatz. Ja, so ein bisschen, so, Schatz. Ein paar Waffen, Ausrüstungen und so weiter und so fort. Ist ganz putzig, finde ich. Ich finde es ganz putzig. Kleines Bücherregal, Zeug reingesetzt. Es sind winzige Räumchen, aber sie haben sich Mühe gegeben, drin was Nettes reinzusetzen. Ich glaube, und da bin ich mir sicher, die Designer bei dem Set hatten Spaß und wurden ein bisschen von der Leine gelassen und wurden nicht die ganze Zeit geknechtet aus dem Controlling. Und das ist eine schöne Sache. Cheers. Und damit haben wir eine Basis. Hier auch. Das sind ja die Wolverine-Krallen. Und die sind... geben hier so ein Pflänzchen, Bäumchen. Finde ich nett. Sieht man das? Ja, sieht man. Ja. So, Moment, das hatte ich so hingestellt und dann kommen die beiden da drauf. Genau. Dann fangen wir mit dem Rechner an, der kommt dann da drauf. Ja, der ist auch heller, das kriegen wir hin. Und jetzt habe ich hier die einzelnen kleinen und die kann ich euch vielleicht ein bisschen besser zeigen. Dann haben wir hier ein Häuschen, bisschen reddish brown, verschiedene Sachen angedeutet. Absolut nette Kleinigkeiten. Hier nochmal die Fenster, sind ja auch nochmal in diesem speziellen Verhältnis. Sind ein bisschen breiter. Das ist sehr schön. Von oben nochmal reingeschaut. Kleines Bett drin. Der Türkis Brick Modified hier, der abflacht, der ist ein bisschen special. Den gab es nicht, wie vielleicht viele denken, in der 10260 American Diner. Und deswegen ist er noch ein bisschen teurer, ist noch ein bisschen seltener. Aber ist ein schönes Element. Und hier seht ihr auch nochmal, hier, wie gesagt, Doppelwinkel hier und dort, um diesen Knick hinzubekommen. Dadurch hat man natürlich auch dieses Loch da vorne unten, ist ein bisschen sinnlos, aber es gibt dem ganzen Raum eine nette Optik. Das ist okay. Wie setze ich dich hier drauf? Ich glaube so. So ein bisschen überstehend. Ist so ein bisschen wild, aber soll so sein. Ich bin mir relativ sicher. Ist so ein bisschen angedeutet hier und da, bisschen Fachwerk. Das ist doch fein. So, dann haben wir hier ein Element. Kleiner Balkon zum Tee trinken. Kleinigkeiten, kleine Mikrofigur reingesetzt. Hier diese Dachkonstruktion, das kennt ihr ja aus der Ninjago-Sache. Ah, hier ist noch. 42107, die Ducati, das ist die Bremsscheibe. Ist hier mal eingesetzt als Deko-Element. Auch spannend, war bisher ein exklusives Teil. Auch schön, dadurch ein bisschen besser im Markt verfügbar. Und die dunkelrote Tür, die bisher nur exklusiv in der Diagon Alley war. Winziger Innenraum, ihr wisst Bescheid. Aber ist doch nett. Nett. Nettes kleines Kämmerchen. So, hier ist der Knubbel, hier oben ist die Technikgeschichte. Keine gelbe Achse, keine rote Achse, es ist eine Light Blue Gray Achse. Ist angenehm. Es ist einfach angenehm. So, jetzt komme ich hierzu und ich glaube, die habe ich da fest drauf gebaut, oder? Ja, die kann ich nicht abnehmen. Das muss ich euch wieder am Stück zeigen. Hier kommen eigentlich überall Aufkleber drauf, um irgendwas euch zu zeigen. Ist natürlich sehr schade, dass die jetzt hier nicht dabei sind, aber was soll ich tun? Was ich euch noch zeigen möchte, das habe ich vorhin bei den Figuren vergessen, ich habe sie einfach mal so zwischendurch hingestellt. Das ist, ich hoffe, der Fokus kommt. Fokus! 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 Kein Fokus. Das ist Ninjago. Kann da mal der Fokus drauf kommen? Muss ich wieder von unten noch kommen? Fokus! Ach, dann geht's doch. Ninjago 10 Jahre. Und das ist ein Print. Der ist zweimal dabei und das hat mich sehr gefreut. Ja. Genau, und hier ist er nochmal am Baum festgenagelt. Aber da sieht man ihn, glaube ich, nicht so wirklich gut. Wir gucken mal. Also, wir gehen mal durch. Ich heb's mal hoch. Das ist, wie gesagt, die Ebene, die hier draufgesetzt wird. Hier ist noch ein nettes kleines Nest. Habe ich euch das gezeigt? Ich glaube nicht. Vogel im Nest, immer eine schöne Sache. Hat sich Steff gefreut. Oh, was habe ich da drunter, was mich stört? Ach, hier unten ist so ein Gebämsel dran. Ja? Gebämsel. Also, kommen wir mal ran. Ist eine gute Konstruktion. Technik Bricks. Auch keine merkwürdigen Farben verbaut. Ich bin hochverblüfft. Da seht ihr nochmal diese Ninjago-Platte.
Bisschen Deko hier vorne dran, Bäumchen, dann wie gesagt viele, 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 viele Aufkleber. Hier oben ist nochmal ein Knecht, der winkt da runter. Dann, so, die Rückseiten. Klar, die Klimageräte hängen da rum. Ich guck mal, mein Kontrollmotor, sehe ich mir hier in meinem kleinen Mäusekino, da vorne erkenne ich fast gar nichts. Dafür ist das wesentlich zu kleinteilig. Hier sind aber keine wahnsinnigen Teile-Highlights dabei. Ich kann euch nur ein bisschen auf die Details hinweisen, was da so gibt. Abgefahren hier in Azure, jetzt auch hier so ein Technikelement dahin gebastelt, um das hinzukriegen. Finde ich aber eigentlich ganz schön. Hier ist noch eine Treppe, seht ihr die? Eine Treppe in Dark Blue Gray. Auch kein Element, was so wahnsinnig häufig dabei ist. Und dann der obere Teil des Baumes. Jetzt schaue ich mal, dass ich das dahin bastel. Und das muss natürlich auf die Achse gesetzt werden, damit der Baum ein bisschen Stabilität bekommt. Und mal gucken, ob wir das hinkriegen. Da, da, da. So, der Baum ist auch happy. Nein, noch nicht. Baum ist noch nicht happy. Warum ist der Baum nicht happy? Jetzt ist der Baum happy. So, haben es wieder zusammengebaut. Stimmt es am Ende? Ich bin vollkommen aufgeregt. Möglicherweise habe ich es sogar wieder richtig zusammengebaut. Ich habe übrigens das Gefühl, es sitzt ein bisschen falsch. Aber vielleicht stimmt es sogar. Knüller! Wir kriegen das alle hin. Ja, diese schrägen Elemente hier mit den Fenstern kennt ihr ja auch. Das sind ja die ganz normalen Rahmen. Eigentlich die 60-5-6er Rahmen, wo auch die Scheiben reinkommen. Das sind ja die von den Türen. Aber hier sind sie dann schräg gestellt. Und sind ein bisschen mehr fancy. Eckgarage oder irgendwas hatte das ja auch vorne. Ein schräg. Hier ein Schwarz dabei. Ein gutes Teil, sinnvoll zu finden. Ach, hier ist noch eine Kleinigkeit, sehe ich gerade. Das sind PlayStation-Pads, Gamepads, nämlich PlayStation. Kann jede Game-Konsole sein. Das gab es auch, diese Minifigur, der Gamer, der hatte das auch, aber hier ist jetzt ohne Print. Moment, wenn ich es noch ein bisschen anlüfte, seht ihr es besser. Das sind alles Gamepads hier vorne. 5 Stück. Ist eine nette Idee, mal als Design das zu machen. Da machen sie ja immer wilde Geschichten, genau wie hier vorne das Dach natürlich mit den Schlachtermessern designt ist. Dann haben sie ja auch mal bei Ninjago sehr gerne das gemacht mit Chippen, Schaufeln, da oben das Dach. Immer wieder irgendeine nette Idee. Hier unten bei dem Dach sind es Jumperplates. Das sind aus 3x2 Jumperplates auf den Kopf gesetzt, um das Dach zu kreieren. Das sind nette Sachen, über die freue ich mich. Das ist das, was ich vorhin meinte, wenn man etwas baut und auf einmal sieht man, hey, das Teil wird für was anderes benutzt. Das wusste ich ja gar nicht, dass das geht. Sowas ist doch immer nett. Darum geht es doch bei der ganzen Sache. Es soll doch eigentlich ein Überraschungsmoment sein, ein netter. Ja, jetzt kommt das. Dann kommt hier ein nächstes Zwischengeschoss. Hier wird es ein bisschen gelb-orange, wieder so eine schöne Zwischenfarbe von Lego. Und hier vorne, wie gesagt, das besondere Teil aus dem Rollercoaster bisher. Hier, diese Scheiben werden gerne aufgenommen, hier oben auch bei der Spitze. Auch nochmal ein nettes Design-Ding. Hier sind die Wurfsterne natürlich. Und auf der Rückseite noch ein paar Blümchen, hier nochmal Fernglas zum Rumschauen, dunkelgrüne Türen, also wir haben alle Dunkelfarben einmal verteilt, um die Türen darzustellen. Ich zeige euch gleich nochmal eine Draufsicht, ich glaube, das kann ich kippen, ohne dass was passiert, nur nochmal kurz im Detail einmal rundherum. Hier oben, das ist auch mit Barren ausgelegt, das kennt man ja vor allem von den alternativen Herstellern, dass die sehr, sehr gerne und üppig mit Barren arbeiten, Lego macht das natürlich auch. So, und dann guckt man von oben rein. Hier ist leider wenig gefliest und innen nicht sehr viel gemacht. Generell in dem Gebäude ist wenig gefliest, was den Boden angeht. Aber bei dem wenigen Platz, den man hat, ist es vielleicht auch gar nicht so schlecht, wenn man dann wenigstens überall die Figur noch abstellen kann, wo man möchte. Wenn es jetzt da drin noch gefliest, glaube ich, könnte man es final vergessen. Ist so ein bisschen die Frage, wobei man hätte auch Jumperplates setzen können. Wäre auch eine Möglichkeit gewesen. Aber vielleicht wären Jumperplates sogar besser gewesen, weil man dann ja immer nur eine Knob hat und die Figur noch frei drehen kann. So muss man sie ja immer im 90-Grad-Winkel stellen. Gut, man kann das eine Bein ein bisschen anheben. Ach, ihr macht es. Ihr macht es. Hier ist eine nette kleine Staffelei drin. Kofferradio. Ich glaube, da kommt auch ein Aufkleber drauf. Das ist auch ein interessantes Element. Schaut mal das Kofferradio hier an. Das ist ein Teil an den Seiten jeweils abgerundet. Kennt ihr von Duplo. Und jetzt auch in der Lego-Größe. Richtig. Und draufgesetzt. Das sitzt noch nicht ganz so, wie ich es möchte. Ah, so. Ja. Wie gesagt, es hat keine Knob. Man schmeißt es einfach drauf und dann passt das. Jetzt von der Reihenfolge kommen wir hier zu diesem.
Ja, jetzt kommen hier wieder die Kanten. Hier ist ein kleiner Flieger. Flugzeug. Also ist eigentlich ein Roller, aber er fliegt. Und deswegen ist er krass. Auf diesem Transclear Bar. Spannendes Element. Hier drin ein bisschen Flieder. Ich finde tatsächlich, sieht gar nicht schlecht aus, die Medium Lavender an der Stelle. Völlig in Ordnung. Hier oben Dach wieder. Das sind Truhendeckel. Schatztruhendeckel. Finde ich wieder cool. Ich mag das, wenn sowas gemacht ist. Und drin ist ein Helm. Keine Ahnung, ob das irgendwas mit dem Jago zu tun hat, aber da ist ein Helm und da kann man sich mit Sicherheit freuen. Genau. Und hier ist noch ein Safe. Keine Ahnung, worum es geht. Aber nett. Mein Gott, man baut's. Ist schön. Warum nicht? Auch hier wieder. Wird nur über diese Ecken hier reingesetzt. Und das dürfte hier gewesen sein. Korrekt. Und so. Jetzt ist fest. Dann nehmen wir die andere Seite und lassen den dann reinfallen, glaube ich. Korrekt. Hier, das wird mir gleich runterfallen. Seht ihr die Mütze, die da hängt? Die wird gleich irgendwie absegeln, ich bin mir ganz sicher. Hier hängt die große Krabbe oder was auch immer es ist. Und ja, ein bisschen, hier ist die Treppe, die kann man hoch und runter kurbeln. Leiter. Drin ist so ein bisschen so ein Gaming-Arcade-Ding hier. So ein mit Joystick. Das war ja dieser Irrweg von Lego, Ninjago Richtung Gaming zu bringen, Retro-Gaming. Da stehen die Sechsjährigen hart drauf. Retro-Gaming aus den 80ern. Das ist das, was die Sechsjährigen morgens aus dem Bett treibt. Gut, was soll's. War bestimmt ein Erfolg. Und den pflanzen wir hier rein. Und dann haben wir nochmal die Geschichte. Da hängt, seht ihr, auch nochmal ein Skelett drin, ein Knochenvieh, ein was auch immer ihr da haben wollt. Da ist es. Ausgrabungs, ist es der, keine Ahnung, Drache? Es muss ein bisschen Drache sein, weil er hat so Flügeldinger. Also da ist auf jeden Fall Fossilien. Ist es ein Traum? Nee, keine Ahnung. Ihr denkt euch da was aus. Blümchen drüber und die Sache passt. Und dazu, wie gesagt, hier diese Elemente nochmal, diese Scheibenelemente. Die sind von oben ein bisschen blass, das ist schade, aber von der Seite sehen sie gut aus. Bisschen milchig, aber das hatten wir schon wesentlich schlimmer. Wesentlich, wesentlich schlimmer. Ah, und dann setzen wir das hier rein. Das müsste doch eigentlich passen, oder? Dass das hier so drauf geht. Fest geht. Geht nicht fest. Wird nicht fest. Bewegt sich noch. Keiner verlässt den Raum. So. Sieht so ganz gut aus. Hier sind so Schnörkel-Schnörksel-Dinger hier an der Seite noch. Deko. Alles in Ordnung. Alles in Ordnung. Wir fürchten uns nicht, das passt. So, und dann kommt die Spitze. Die haben wir uns ja vorhin schon mal ein bisschen länger angeguckt, weil ihr die nicht mehr seht, wenn ich sie da oben drauf setze. Aber nein. Da sind jetzt auch keine großen Geheimnisse dabei. Was ich nett finde, ist hier das mit den Zäunen, wie das geregelt ist. Das gefällt mir gut. Das hier oben kann man drehen, damit man den Winkel hinbekommt. Ist ein Turntable drin. Auch nichts. Hier sind nochmal diese Platten, von denen ich sprach, die auch hier an der Seite dabei sind. Und das Ding setzt man hier oben drauf. Ich nehme an, so rum. Und dann steht das da alles wieder. Haben wir doch hingekriegt, gemeinsam. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Das ist doch eine schöne Sache. Wir haben es geschafft. So, und jetzt folgendes. Wir haben so jetzt einen Jago. Nee, so machen wir das nicht. Moment. So. Hier kommt doch irgendwo das Ding dran. Das kommt doch hier dran. Ja, so ergibt es Sinn. So, das ist hier dran. Und dann geht es ja hier weiter. So stelle ich mir das vor. Richtig. Also, da in der Tiefe ist es. Ist ja ein Eckgebäude. Und jetzt, jeder braucht einen Freund. Ihr wisst das. Und zufällig habe ich die 70620 Ninjago City hier. Vormals mein favorisiertes Set in der Lego-Welt. Jetzt ist es, denke ich, abgelöst. Hier seht ihr auch, hier sind die Aufkleber angebracht. Ich habe das irgendwann mal gebraucht, wieder gekauft. Und ich sage euch immer, gebrauchtes Lego ist gutes Lego. Auch das Set hier, genau das gleiche. Lasst doch einen 300 Euro ausgeben, damit er Schlange steht am ersten Tag, damit das hat, wozu auch immer. Und dann merkt er nach einem Monat, gebaut habe ich es. Und jetzt? Richtig. Und dann verkauft das und da kommt ihr dann. So ist es.
Aber momentan könnt ihr auch noch warten. Es wird jetzt erstmal im Markt runtergehen, preislich. 250, 240, 220. Dann könnt ihr es neu bekommen. Aber ansonsten nehmt es für einen halben Preis, habt mal aufgebaut. Wo ist das Problem? Nehmt ihr es auseinander, ist auch ein Spaß. Ab in die Waschmaschine und weiter geht's. Und jetzt schaut mal. Also erstmal stecken wir sie zusammen, oder? Das ist schon mächtig viel Zeug. Ich meine, das sind 10.000 Teile, die da zusammenstehen. Das ist halt... Ihr könnt dazwischen jetzt auch noch die Docks hauen, wenn ihr wollt, aber ich finde, die sind zu niedrig, um da den Spaß voll zu machen. Ich meine, das ist schon cool. Da ist schon richtig was los. Das ist abwechslungsreich. Das rockt schon irgendwie. Und hier jetzt nochmal der Unterschied. Die Rückansicht. Und hier die Rückansicht. Da ist das im Vergleich schon ziemlich kahl, oder? Und das ist mir damals nicht so aufgefallen. Es ist aber im Vergleich ziemlich kahl. Glaubt's mir. Thema ist, gebt ein bisschen Acht. Wir haben das ja immer mal, wenn ich sage, gebrauchtes Lego ist gutes Lego. Die meisten Lego-Teile sind auch eigentlich ganz gut dabei. Es gibt aber Probleme, vor allem bei neueren Teilen, scheint mir, was die Klemmkraft angeht. Also die kann man einfach, die hier oben, wenn man an denen zieht, schaut mal, dann biegt sich die Platte raus, ja? Das ganze Ding, seht ihr das? Es wackelt, das ganze Teil wackelt, bis ich das endlich abziehen kann. Die beiden hier unten, also die sitzen da, also die kann man einfach rausnehmen. Da bewegt sich hier an dem Ding, bewegt sich gar nichts, man nimmt die einfach raus. Das habe ich bei ersten Bluebricks Modellen gehabt, 2019, jetzt schon nicht mehr. Aber das ist ein bisschen befremdlich. Also guck mal, wenn ich jetzt gebrauchtes Lego, vor allem altes Lego ist gut gebraucht. Jetzt bei denen aus den letzten Jahren merke ich bei den Langzeiterfahrungen, die Farben sind sowieso ein Problem momentan. Aber ich habe jetzt auch hier an einigen Stellen Probleme mit der Haltbarkeit. Ich hatte jetzt gerade meinen Eiffelturm transportiert. Ihr erinnert euch an den Eiffelturm, den ich live mit euch gebaut habe, mit Steff zusammen, dem bunten Eiffelturm. Der hält nicht mehr. Der hat Probleme. Also den kann man nicht mehr so hantieren wie in dem Video, was wir gemacht haben. Ich hatte den jetzt gerade mit in Hamburg dabei. Ich bin sehr vorsichtig da jetzt, was die aktuellen Sets angeht, wenn die älter werden. Aber das hilft euch auch nicht, wenn ihr es neu gekauft habt, weil die Teile für den Eiffelturm, die wir benutzt haben, waren Neuteile. Keine gebrauchten. Das heißt, es macht keinen Unterschied, ob ihr das Set aufmacht und die Teile werden schnell schlecht oder ob ihr es gebraucht kauft und sie werden schnell schlecht, nur dass ihr für die gebrauchten hoffentlich weniger bezahlt habt. Vielleicht doppelt gut dann. Wie auch immer. Ich wollte nur darauf hingewiesen haben, weil ich habe das Ding getragen und die Teile fielen raus. Einfach so. Was ist denn hier los? Naja, also, nichtsdestotrotz, der Effekt dieser beiden Gebäude zusammen, ich packe sie nochmal zusammen, weil ich es so cool finde. Ich denke, es ist der Knüller, oder? Was da los ist? Großartig. Ja, also, jetzt haben wir es gesehen. Heute ging es aber um Ninjago Garden 71741. Es ist im freien Handel erhältlich, zahlt auf keinen Fall mehr als 250 Euro. Wozu? Und selbst das wird kein Preis sein, der auf Dauer zu halten ist. Es gibt ja immer mal Schübe, dann ist es mal kurz teurer. Aber ganz ehrlich, eine 4 Sekunden Google-Suche und ihr habt einen guten Deal. Die Ersatzteile, die Special-Geschichten und hier natürlich die Lappen an Aufklebern. Falls ihr sie benutzen wollt, falls ihr der Sache mehr einen Jago-Feeling noch geben wollt, könnt ihr das tun. Dies wird jetzt wieder das Set sein, so wie ich es mit dem Jago City gemacht habe, an dem ich die anderen, die Lego rausbringt, messe im Systembereich. Das ist halt leider so. Wir wissen, dass sie es können. Und denkt dran, wenn sie nicht dieses Level leisten, dann hoffen sie einfach, dass ihr doof genug seid, den Preis trotzdem zu zahlen. Und das würde ich ihnen nicht gönnen. Machen wir es kurz. Hier habt ihr innerhalb der Lego-Welt einen Bombendeal. Ihr seid nicht ganz an dem Deal von solchen Sets, aber wenn Lego auf dem Level wäre, hätten wir solche Sets wahrscheinlich nie bekommen. So ist es. Also freuen wir uns in beide Richtungen. Wir als Kunden profitieren doch auf jeden Fall. Und an dem Set werden auch die Händler was verdienen. Auch mit den 20% bleibt noch was da. Der Kunde wird nämlich glücklich sein und wird wiederkommen. Und das ist für einen Händler, nicht für die Versager, aber für einen Fachhändler ist es eine tolle und sehr, sehr wichtige Sache. So ist es. Ich wünsche euch eine glorreiche Woche oder ein schönes Wochenende. Ich weiß noch nicht genau, wann ich das poste, Samstag oder Sonntag. Ich hoffe auf jeden Fall, habt eine schöne Zeit. Habt nette Leute um euch und bis bald.